Today, I'm your Electricia Reporter. In today's edition of our show, Globalization for Everybody. Einen neuen Fernsehmoderator bekommt man über das Internet schon für $5. So viel kostet es, dass FaceTap aus den USA einen beliebigen Text in ihre Kamera spricht. Für ein paar Dollar mehr darf man sich sogar aussuchen, was sie dafür anzieht. Plattformen wie Fiverr.com bieten kreative Dienstleistungen aus aller Welt zum Spottpreis an. War die Globalisierung bislang vor allem für Großkonzerne eine Möglichkeit, viel Geld zu sparen, kann jetzt über das Internet jedermann seinen persönlichen Designer aus Indonesien, Komponisten aus Indien oder Illustrator aus Bangladesch buchen. Aber es sind nicht nur Anbieter aus den Niedriglohngegenden der Welt, die bei Fiverr um Aufträge konkurrieren. Auch talentierte Menschen aus Deutschland bieten weltweit ihre Kreativität an. Zum Beispiel Fionn Evans aus Hamburg. Für $5 zeichnet die Grafikdesignerin ein Monster und hat schon über 300 Werke nach Kanada, China, Australien und Skandinavien verkauft, trotz strikter Regeln. Bei Fiverr ist es wirklich so, dass ich von vornherein auch sage, schickt mir eine klare Ansage, was ihr wollt, weil es gibt keine Korrekturen und es wird auch nicht drüber diskutiert dann. Also entweder es stimmt am Ende und die Person ist glücklich oder es stimmt halt nicht. Wenn es ihm nicht gefällt, muss er nochmal bestellen oder woanders hingehen. Dass man von solchen Aufträgen in Europa nicht leben kann, stört Fionn Evans nicht. Sie möchte auf Fiverr vor allem ihre Skills als Illustratorin verbessern und damit sogar ein paar Euro verdienen. Ihre eigentliche Arbeit als Designerin bietet sie bei Fiverr aber nicht an. Und bei der Konkurrenzplattform 99 Designs schon gar nicht. Das ist zum Beispiel ein Dienst, den würde ich auf gar keinen Fall machen wollen. Ich habe sehr viel Freizeit, weil das für mich wirklich so eigentlich ein Glücksspiel wirklich ist. Also die zahlen verhältnismäßig natürlich höhere Preise, aber wenn dann 150 Leute ein Logo einschicken und einer davon kriegt dann diese 400 Euro, also da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Der große Unterschied? Bei Fiverr fängt man mit der Arbeit an, nachdem man den Auftrag bekommen hat. Bei 99 Designs stellt man sich in einer globalen Ausschreibung mit Designern aus aller Welt und arbeitet im Voraus und erstmal umsonst an einem neuen Logo, einer Unternehmenshomepage oder einem kompletten Corporate Design. Der Gewinner der Ausschreibung bekommt dann das Preisgeld von meistens einigen 100 Euro, während der Rest leer ausgeht. Eva Missling ist die Europachefin von 99 Designs. Dass man als Designer hier nicht reich wird, ist ihr klar. Sie versteht die Plattform auch eher als eine Art Dating-Plattform für Designer. Typischerweise geht man ja auf 99 Designs, lernt einen Kunden kennen, in einem Wettbewerb. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, dass man bei uns Direktbeauftragung macht. Das heißt, viele Kunden beauftragen dann weiter über unsere Plattform den Designer, um gemeinsam weiterzuarbeiten. Und da sehen wir ja, wie viel Umsatz kommt da aus Deutschland und dass sich da auch ein Markt bildet. Also scheint es ja für alle Beteiligten zu funktionieren. Man arbeitet also erstmal ins Blaue, in der Hoffnung, dass die wirklich lukrativen Aufträge dann schon folgen werden. Aber gerade das Internet lehrt, nichts ist schwieriger, als einen Kunden zum Zahlen umzuerziehen, der es bislang gewohnt war, das Produkt kostenlos zu bekommen. Die zahlreichen gescheiterten Versuche der Zeitungsverlage, für ihre Texte im Netz Geld zu verlangen, sind dafür das beste Beispiel. Für Viktoria Ringleb von der Allianz Deutscher Designer hat das, was man bei 99 Designs und Fiverr bekommt, ohnehin nur wenig mit echtem Design zu tun. Denn dieses lebt von der direkten und intensiven Kommunikation. Designportale sind deshalb für sie nicht mehr als Trainingsplätze für Nachwuchsgestalter. Ich bin einigermaßen davon überzeugt, dass es gut sein kann für Studenten, für Absolventen, für Einsteiger, um sich möglicherweise Namen zu machen, um auch Erfahrung ganz einfach zu sammeln, auch im Umgang mit Kunden. Dafür kann es gut sein, für den Portalbetreiber ist es bestimmt gut, da bin ich mir ganz sicher. Eine Userin wie Fionn Evans kann im internationalen Taschengeldwettbewerb also tatsächlich etwas für die Arbeitswelt lernen. Eine Welt, in der alle kreativen Arbeiten auf Plattformen wie Fiverr und 99 Designs entstehen, möchte man sich aber lieber gar nicht ausmalen.